Einer dieser Nächte zum Abgewöhnen im Rettungsdienst. Du kommst rein, ne, also du bist schon den ganzen Abend durchgefahren, du kommst rein um 22:45 abends an der Wache, legst dich gerade für eine Viertelstunde ins Bett, bist gerade schon am Eindösen, musst du wieder los, wieder ein Einsatz. Arbeitest den Einsatz ab, kommst wieder. So, das geht die ganze Nacht so bis morgens um 4. Man ist völlig fertig und im Arsch und man weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Naja. Es lässt natürlich nicht lange auf sich warten. Der Melder geht wieder. Einsatz. Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, mehrere Personen beteiligt. Natürlich rein in die Klamotten, wie ein Wahnsinniger, raus in die Remise, ins Auto, in den Rettungswagen mit dem Kollegen zusammen. Ich war auf dem Beifahrersitz, ich war Einsatzleiter und rücken aus. Kommen an der Einsatzstelle an und denken, ho, wir sind ja schlau, wir sind ja gute Retter, ne, mit eingeklemmten Personen und Fahrzeug lag auf dem Dach und all so drum und dran. Wir setzen uns unsere Schutzhelme auf, weil die ja oben im RTW sind, ne? Weil wegen Schnittgefahr und so, ne? Und dieses Drum und Dran. Und wir sind ja richtig gute. Naja, wir auf jeden Fall unsere Helme dann auf und schön auch zugemacht und so, wie sich das gehört. Ne? Hinten die Blutablaufrinne, die war auch nach oben, ne? Oder die Dachrinne, wie man möchte. Auf jeden Fall wunderbar gewesen alles, ne? Super ausgerüstet, steigen aus. Und ja, dann guckt mich der Einsatzleiter an. Ne, also das Führungsfahrzeug, was dort gewesen ist, dann guckt er mich an und sagt, ist das jetzt ein Witz oder was? Ich sage, was ist ein Witz? Hä? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Hast du einen Patienten für uns, wie auch immer, ne? So und so. Und dann sagt er, nee, nee, für euch habe ich auch keinen Patienten mehr. Ich sage, wieso das denn? Warum sind wir denn dann erst hier? Und dann guckt er so an mir runter, fängt an zu grinsen und sagt, du bist ja echt super ausgerüstet. Ich sage, ja, Helm habe ich auf, ja, Jacke. Ja, habe ich auch an, alles gut, ne? So, wieso, was ist denn los? Und dann guckt er so an mir runter und ich gucke runter. Ja, und was soll ich euch sagen? In solchen Nächten, wo man nicht schlafen kann und wo man auch gar nicht mehr klar denken kann, ne, in genau so einer Nacht bin ich ausgerückt und hatte meine Latschen an. Ich habe nämlich vergessen, meine Einsatzstiefel anzuziehen, bin mit den Latschen ausgerückt und er hat dann gesagt, nein, du gehst nicht in das Auto und du gehst auch nicht zu diesem Auto und du gehst auch nicht in die Nähe von dem Einsatzort. Du kannst dich schon mal in dein RTW reinstellen, mit deinem Kollegen zusammen und mit dem Kollegen eines anderen Rettungswagen holen wir dann den anderen Patienten da raus mit eurer Trage und dann kannst du ja mal gucken und musst aufpassen, wenn du deinen Patienten im RTW dann versorgst und ins Krankenhaus fährst, dass dir nichts auf den Fuß fällt oder du dir den Fuß einklemmst. Ja, also Freunde, nehmt euch immer die Zeit, egal wie kaputt ihr seid. Und wenn ihr ausgerüstet seid und ihr seid in euren Klamotten, sei es jetzt die Feuerwehrklamotte, sei es die Rettungsdienstklamotte, ja, guckt nochmal an euch runter, ob ihr wirklich vollständig ausgerüstet seid. Im Einsatzfall kann das manchmal wirklich ganz wichtige Sachen unterscheiden.